Katharina Schwabe ist bei uns zu Gast. Katharina, herzlichen Glückwunsch. Titelverteidigung, Geburtstagskind gestern gewesen. Ja. Mehr geht nicht. Danke, Jens. Was war das gestern für ein Tag? Also ganz ehrlich, mir ging eine Gänsehaut hoch und runter, als die Halle Happy Birthday gesungen hat und als dich die Spielerin auf den Schultern getragen hat. Ja, war ein sehr emotionaler Tag, 22. Geburtstag. Dann wusste man, heute kann man Deutscher Meister werden, man will die Schale in Dresden behalten, haben wir auch erfolgreich gelöst. War ein super Tag gewesen, also den wird niemand so schnell in meinem Leben toppen können. Kurz nach 22 Uhr gab es den Matchball, quasi den Meisterschaftsball. Was ist dir als erstes durch den Kopf geschossen, als der Matchball verwandelt wurde? Die Schale ist in Dresden. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben eine wahnsinnig gute Teamarbeit geleistet. Und dann ging ja alles kreuzerquer. Jeder ist umhergerannt. Alle haben gefeiert. Dann haben wir die Schale nach oben gehoben. Und dann wusste jeder, wir sind Deutscher Meister. Und das hat man dann einfach genossen. Katharina, ist es was anderes, wenn man den Titel verteidigt oder wenn man die Deutsche Meisterschaft nach 3 vergeblichen Anläufen, wo man im Finale stand, mal das erste Mal wieder nach Dresden holt? Also ist ein Unterschied zwischen den 2 Jahren? Für mich persönlich ja. Nach 3 verpassten Titeln endlich den Titel hier nach Dresden zu holen, ist eine Sache. Und den Titel zu verteidigen, ist eine andere Sache. Ja. Das Leben ist eine Achterbahn. Das trifft vielleicht für dich auch in diesem Jahr zu. Es ist ja unfassbar, dass du in diesen Finals auch schon wieder auf dem Parkett standst. Ich habe vorhin noch mal durchgelesen, da stand im Herbst zu lesen, Saison aus für Katharina Schwabe, Kreuzbandriss. Jetzt standst du doch noch auf dem Parkett. Was hat dich angetrieben, es zu schaffen, trotz Kreuzbandriss, was ja eine der schlimmsten Sportverletzungen ist? Das war unser persönliches Ziel gewesen. Wessen persönliches Ziel? Meins und von unserem Athletiktrainer, auch von der ganzen Mannschaft, zu den Playoffs wieder zurück zu sein. Wir haben hart dafür gearbeitet. Wir haben es geschafft und dass ich heute Deutscher Meister bin und gestern meine Mannschaft mit unterstützen konnte, das hätte, glaube ich, niemand gedacht. Was treibt einen an? Ganz ehrlich, es sind ja auch Tränen geflossen nach der Diagnose Kreuzbandriss und das ist ja nichts Einfaches. Klar, du bist noch eine junge Spielerin, du wirst vielleicht noch den einen oder anderen Titel gewinnen, aber du warst ja im Herbst richtig gut drauf. Du hast die ersten Spiele wirklich auch mit dominiert und dann diese Schockdiagnose. Was treibt einen dann an, gerade auch in den Monaten, wo man alleine arbeiten muss? Was treibt einen an? Immer wenn ich zum Spieltag in die Halle gegangen bin, in der Champions League moderieren musste oder auch wollte oder in der Bundesliga, jeder hat gefragt, Schwabi, wie geht's dir, wann kommst du wieder zurück? Und wenn du dann das Spiel selber mit verfolgst und zuschaust und siehst, was es eigentlich für ein geiles Gefühl ist, hier in Dresden zu spielen, in der Margon Arena, du möchtest so schnell wie es geht wieder zurückkommen. Ich habe das Gefühl gehabt, du wolltest auch immer nah am Team dran sein. Also klar ist man dann mit seiner Verletzung beschäftigt, aber und der ein oder andere Sportler sagt dann, lass mich alleine, ich muss das für mich selber klarkommen. Für dich war es, glaube ich, immer wichtig, auch nah am Team dran zu sein. Anfangs, nach der Diagnose, wollte ich schon viel alleine sein, aber der DSC ist für mich wie eine zweite Familie und da möchte man jeden Tag nah dabei sein. Klar, diese Saison, das war eine Wahnsinnssaison, nicht nur national, sondern auch international. Ihr habt ja gerade mit den Siegen gegen die Russen, gegen Moskau, auch gegen die Italienerin für Furore gesorgt. Was bleibt hängen vom Jahr, von dieser Saison? Dass wir eine sehr gute Champions League-Saison absolviert haben, dass wir eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison absolviert haben. Wir waren viel unterwegs gewesen, sind viel um die halbe Welt gereist. Ja, waren viele tolle Momente dabei. Das sind Erinnerungen, die bleiben und die wird man nie wieder vergessen. Wie werdet ihr denn in der Bundesliga aktuell wahrgenommen? Seid ihr jetzt wirklich die Gejagten? Merkt man auch, Mensch, gegen den DSC geben einige Teams jetzt vielleicht noch ein Schübchen mehr. Der ein oder andere Trainer hat ja gesagt, der DSC ist aktuell das, was der FC Bayern im Fußball ist. Ja, ich denke schon, dass wir jetzt sagen können, wir sind die Gejagten. Wir sind jetzt 2-mal Deutscher Meister in Folge. Jede Bundesliga-Saison fängt von vorne an. Wir wissen nicht, wie Schwerin nächstes Jahr spielen wird, wie Wilsbiburg nächstes Jahr spielen wird, ob sich Stuttgart nochmal verstärken wird. Ja, wir können gespannt sein. Atmosphäre gestern richtig Wahnsinn, klasse gewesen, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also wenn man manche Zuschauer sieht, die standen ja die ganze Zeit. Also ich glaube, die standen vom ersten Mal bis zum Schluss, bis 22.10 Uhr, von 19.30 Uhr ab. War ja auch super spannend gewesen. Also die Stimmung war Wahnsinn gewesen. Unsere Fans
haben die Margon Arena zur Margon-Hölle gemacht. Und ja, es gab wirklich Leute, die standen fünf Sätze lang auf ihren Plätzen und haben uns angefeuert und uns unterstützt und total mitgefiebert, und das hat uns immer wieder angetrieben. Das war wirklich großartig. Kriegt man da auch den Zusammenhalt im Dresdner Sport mit? Also, wenn man merkt, dass auch von den anderen Teams, von den Monarchs, von den Dynamos, von den Eislöwen, von den Titans, eigentlich waren da alle Teams ja vertreten, dass der Dresdner Sport in solchen speziellen Spielen dann wirklich zusammenhält? Ja, waren wirklich alle Clubs hier aus Dresden gestern bei uns gewesen, haben uns mit unterstützt. War eine tolle Sache, und man freut sich dann natürlich als anderer Verein, dass viele andere Clubs dabei sind, unterstützen, gerade an so einem wichtigen Tag. Ja, finde ich, ist eine super Sache. Die Feierlichkeiten in der Margon Arena waren richtig klasse, was da auch wieder organisiert wurde, einfach toll. Danach wurde sicherlich auch noch das ein oder andere Säckchen getrunken oder andere Mixgetränk, oder? Ich denke, bis halb zwei waren wir noch in der Halle, haben noch mit den Sponsoren gefeiert und mit unseren Fans. Und danach sind wir wie üblich losgezogen. Und das war schön. Also du musst jetzt nicht in die Details gehen, aber das war ein Abend, für solche Abende lebt man ja, oder? War ein sehr schöner, gelungener Mannschaftsabend, ja. Das kann ich mir vorstellen, und der Trainer hat ja gesagt, Leinen los, also wann nicht jetzt, wann dann, also feiern. Und du hast dann automatisch dann noch ein paar Runden gegeben auf deinen Geburtstag? Genau. Okay. Jetzt lass uns mal den Ausblick werfen, den kurzen Ausblick. Du hast gesagt, Gott sei Dank, jetzt endlich Urlaub. In die Sonne. Schon genauere Pläne, wo es hingehen soll? Konkrete Ideen habe ich überhaupt noch gar keine. Mache ich mir noch mal ein paar Gedanken oder Ideen werden auch kommen, aber jetzt noch gar nichts. Wie lange habt ihr denn frei dann im Sommer? Also wie viel Zeit bleibt denn, um Urlaubspläne zu schmieden? Reicht es für eine Weltreise? Nein, das auf jeden Fall nicht. Genaue Infos haben wir noch nicht. Die kommen erst in den nächsten Tagen, und dann kann man planen. Mhm. Morgen gibt es dann den Empfang bei der Landeshauptstadt. Also auch dann nochmal feiner Zwirn. Und der Ausblick in die nächste Saison heißt natürlich, ihr bleibt die Gejagten. Also da wird sich nichts dran ändern. Wir wollen uns auf jeden Fall, oder wir wollen die Schale behalten, ja. Aber daran denken wir jetzt noch nicht. Das ganz kommt klar Erst wieder am Ende. Wir wollen erst eine gute Bundesliga-Saison spielen, dann wollen wir gut in die Playoffs starten, und dann können wir über weitere Ziele sprechen. Wie belohnst du dich denn jetzt eigentlich nach solchen Triumphen, nach so einem relativ schwierigen Jahr? Sagst du, okay, ich gehe dann mal Lust shoppen, oder gibt es irgendwas, wo du dann sagst, okay, das habe ich mir aber jetzt auch wirklich verdient nach diesem Jahr, wo ich mich zurückgekämpft habe? Nee, gar nichts eigentlich. Jetzt noch ein paar Tage mit der Mannschaft genießen, bevor wieder jeder ausfliegt. Und dann nach Hause zur Familie. Und dort ein bisschen die Seele baumeln lassen, genau, und mal nicht an den Volleyball denken quasi. So wird's sein. Das habt ihr euch wirklich verdient. Und sag nochmal, Knie hält, alles gut verlaufen? Knie hält, alles toi toi toi. Jetzt müssen wir im Sommer wieder Gas geben, dass ich athletisch wieder auf mein Level komme, was ich mal hatte. Werde ich hart dafür arbeiten, dass ich nächste Saison wieder angreifen kann. Freue ich mich drauf. Katharina, wir freuen uns, dass du auch dieses Jahr bei uns zu Gast warst, und wir würden uns freuen, wenn wir 2016 im Frühjahr, Anfang Mai, wieder hier sitzen und dich zum Interview begrüßen können. Vielleicht nach einer tollen Saison, ganz ohne Verletzung. Also wir wünschen dir alles Gute und vor allem wirklich eine verletzungsfreie Saison. Danke dir. Danke, Jens.